Und jetzt sind wir beim goldenen Pfad. Dorf am Brautfluss. So, dann sage ich mal Amita und Sabal, hallo. Aber hier ist erst ein Poster noch. Wo ist das Poster? Da oben drauf. Alles klar. Komm her, Quad. Dich brauche ich jetzt zum Klettern. So, dahin, genau. Jetzt gehe ich da drauf. Und da drauf. Und dann reiße ich das ab. Also Nummer 49 erst. Wie viel hier noch versteckt sein müssen überall. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo. Hey, Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Traditionen pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien. Aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendo unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Ja, am Arsch weiß ich, was zu tun ist. Wem soll ich denn jetzt helfen? Soll Amita oder soll Sabal den goldenen Pfad anführen? Ich weiß das doch nicht. Woher soll ich das denn wissen, was besser ist? Ich komme doch gar nicht von hier. Ey! Ich suche nur die Kiste, so ich. Nur die Kiste. Wo ist sie denn? Da ist sie. Aber ich glaube, ich will Amita. Weil, ja, weiß nicht. Amita ist halt, weiß nicht, ich habe ihr schon die ganze Zeit geholfen. Und komm, machen wir Amita. Ist egal. Badra sagte mir, dass du Jalendu zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tarun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich. Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Alles klar, machen wir. Erreiche den Jalendu-Tempel. Da hinten ist er. Okay, dann machen wir den kaputt. Da sind bestimmt jetzt noch die die vom ach, ja, sag schon.
Komm, wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? AJ, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des Goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Alles klar, dann gehen wir erstmal die Soldaten abholen. Ja, warte. Erstmal ist hier noch ein Fragezeichen. Da, das Haus wahrscheinlich. Nee. Ich will den Ort nämlich noch entdecken, bevor ich hier Kacke baue. So, Jalendo-Fälle. Ort entdeckt. Gut, dann wollen wir mal Amitas Traum vervollständigen. Dann wird sie Kyrat-Herrscherin. Agent, wir sind bereit, die Basis anzugreifen. Du kannst entweder mit uns kommen, oder du suchst dir deinen eigenen Weg und wir greifen an, sobald die Schießerei losgeht. So, erstmal hier. Zack. Ach, falsch. Da. Scheiße, daneben. Fuck. So. Jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Nee! Das war jetzt scheiße. Komm, mach hinne. Ich will den Tempel jetzt zerstören. AJ, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des Goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Ja, ich suche mir meinen eigenen Weg. Ich schwimme dahin. Und dann mache ich erstmal, ich würde sagen, Alarm kaputt, oder? Da ist der goldene Pfad nämlich. Ihr steht da hinten noch? Sauber. Was ist das denn? Kann ich nicht interagieren. Da sind sie. Wie kann ich tauchen? Wie kann ich nochmal tauchen? Ja, genau. Ja, Jalendo-Tempel. Oh oh. Takedown. Kacke. Jetzt haben sie mich. So, wo ist denn hier der Alarm? Der Alarm ist über mir, ne? Okay, sie fahren weiter. Das heißt, die haben mich verloren. Scheiße, da sind sie. Wenn die gleich hier dran vorbeifahren, gibt's eine ordentliche Portion. Boom, boom. Wenn die jetzt hier nochmal dran vorbeikommen. Ne, kommen die nicht? Doch, da sind sie. Ja, der Gale ist verschwunden. Kommen sie? Ne. So, machen wir ganz asozial. Von hinten anschleichen.
Da hinten ist einer. Scheiße. Falsch geschossen. Ja, ich hab gar keine Familie, du Obermongo. So. Lass sie bluten. Fuck. So. Kommt da noch jemand? Da kommt jemand. Da kommt noch einer. So, Alarm deaktiviert. Ist er noch nicht tot? So, jetzt aber. Wo ist denn der Alarm hier? Ich finde den Alarm nicht, ne? Fuck! Wo steht denn der? Da! So, die haben mich aber noch nicht gesehen irgendwie, ne? Noch nicht alle. Das heißt, die lösen auch keinen Alarm aus. Das finde ich sehr angenehm. Da ist auf jeden Fall ein Alarmturm. Den hole ich mir jetzt. Da ist einer. So, irgendwo ist noch einer hier. Aber wo? Wo ist denn der Alarm hier? Was hat das Ding hier? Nee. So, ich bin auf jeden Fall drin. Warte. Ach du Scheiße. Fuck. Kann ich den takedownen? Ja, ne? Wir warten am Dock auf dich. So, ja, den habe ich getakedowned. So, verschaffe den Rebellen Zutritt. Ach, hier unten ist bestimmt der Alarm. Da ist er doch. Deaktivieren. Ein Alarm übrig, der war oben. So. Voll chillig, wenn man nicht entdeckt wurde. Den Takedown ich jetzt. Zack, getakedowned. Muss ich hier hin? Ja. Da muss ich hin, irgendwo. Was haben wir denn hier? Dollar, Dollar, Dollar. Kommt man nicht drunter her? Habe ich mich jetzt hier unten verlaufen, oder was? Ne, hierher muss ich, richtig. Ja, da sind sie. Ja, ich sehe das. Ja. Ach, da. Aber
Komm, dann wollen wir das C4 eben legen. So, ist der hier oben, der Feind. Dass sie den Alarm jetzt ausgelöst haben, dass ich den nicht deaktiviert habe, das regt mich auf. Ja, jetzt müssen wir sogar raus. Wo bist du? Wo seid ihr denn? Da ist einer. Fuck! Scheiße, jetzt haben sie mich. Kacke! Ah, jetzt fange ich höchstwahrscheinlich unten wieder an, ne? Das regt mich auf. Ja, hier. Wieso sind denn jetzt alle Alarme wieder in Ordnung? Das finde ich scheiße. Fuck, Helikopter. Fuck, wer ist denn hier? Boah, ist das Hardcore hier. Haltet eure Position. Komm, das Krokodil holen wir uns. Komm, mach hinne. Jetzt muss ich nur wieder hier hochkommen. Oh oh. Ist da noch ein Krokodil? Komm her. Gib mir deine Haut. Ist das nur Köder oder Krokodilhaut wirklich? Haut eines Sumpfkrokodils, gut. Ich dachte schon, das hätte sich jetzt nicht gelohnt. So. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier, Zack, zack. Oh nein. Wo bist denn du? Du kleiner dreckiger Pisser. Fuck! Wo ist denn der Helikopter jetzt hin? Oh oh! So. Einer ist noch da, ne? Da ist er doch. So, der ist weg. Jetzt schnell das C4 platzieren. Hier. Und... Hier, wo ist da? AJ, ich hoffe, du
bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Was ist denn das Boot? Wir sind abmarschbereit. Scheiße, da! Kletter hoch! Oh, das haben wir geschafft. Ah, da! Zack, weg damit! Wo denn noch? Oh, nee. Komm, mach hinne. Ist der Turm weg? Ich weiß das nicht. Einmal mal um kurz. Fuck. Bisschen höher ansetzen. So. Zack, weg. Wo ist denn da hinten ist das Boot? So. Noch ein bisschen höher. So. Ah, sauber. Halten, um einzusteigen. So, da hinten müssen wir hin. Gut. Ich höre einen Helikopter. So, das haben wir geschafft. Sauber. Krieg der Kultur. Mission beendet. Sehr schön. Danke, AJ. Zabal hat keine Kontrolle mehr. Und Badra ist sicher vor seinem kranken Tarun-Matara-Scheiß. Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyrat. Hey! Hey, hey! Eine neue Zeit für Kyrat. Gut, wie sieht denn die Karte jetzt aus? Der ist ja zerstört. Den Tempel haben wir ja gemacht. Ich könnte Yogi und Reggie jetzt noch eine Mission machen. Dann wären wir im Süden fertig, soweit. Ja, das machen wir jetzt auch. Eine Mission Yogi und Reggie.